Was lernen wir heute? Es geht um Sustainable Innovation. Was genau das ist, werden euch gleich Katharina Aguilar und Christian Buchholz erklären. Ich will, dass wir unsere Lebensräume dazu nutzen, kreativ und innovativ zu sein. Wenn ich mein restliches Arbeitsleben an einem Ort Innovation betreiben müsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht halb so viele Ideen haben, wie ich es aktuell habe. Und meines Erachtens ist das nicht nur ein nettes Thema, was heißt, unsere Räume werden jetzt schöner, hübscher, ein bisschen inspirierender. Für mich ist das Thema the next big thing. Katharina, wir wollen eine New York City Style Rooftop Bar in unserem Büro bauen. Bedeutet auch da wieder, der Einfluss des Raumes auf echte Probleme ist nicht zu unterschätzen. So richtig gute Innovation, also richtig gute Ideen, die lösen tatsächlich Probleme, die der Kunde in dem Moment noch gar nicht hat. Was passiert eigentlich mit den Produkten, wenn die Kunden sie nicht mehr nutzen? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit einem anderen Blickwinkel auf die Produktion von Waren achten, auf die Art und Weise, wie wir Dienstleistungen durchführen. Für mich so der nächste Schritt in der Innovationsentwicklung, wie kann ich dafür sorgen, dass Produkte auch tatsächlich nachhaltig entwickelt werden, die dafür sorgt, dass unsere Kinder auch noch einen Planeten vorfinden, in dem sie dieses wunderbare Leben erleben, was wir heute haben.